Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs 1. Habe random gewählt, Undead bekommen. Mein Gegner spielt ebenfalls random. Und wir spielen auf der Map Verborgener Hügel. Die Verdammten stehen bereit. Ja, ne, doch recht große Map, würde ich behaupten. Also ziemlich lang auf jeden Fall. Und von daher werde ich eine Fiend-Build-Order spielen. Mein Schicksal ist besiegelt. Die Verdammten stehen bereit. Euer Wille geschehe. Gruft, Friedhof, Ziggurat. Als nächstes den Altar. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich gehorche mit Freuden. Ich wünsche nur zu dienen. Ich beuge mich eurem Willen. Euer Wille geschehe. So, direkt das zweite Ziggurat. Ah, da sehen wir einen Wisp. Also, der Gegner spielt Night Elf. Bleibt hier kackendreist in meiner Basis. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Euer Befehl, Meister. Und den Shop. Ich gehorche mit Freuden. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Einen Ghoul schicke ich mal runter zum Scouten. Aus dem Grund muss ich jetzt auch noch einen mehr bauen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Also normalerweise reichen am Anfang zwei Ghule. Später baut man dann noch einen dritten, aber da ich jetzt schon mit dem einen Scouten gehe, benötige ich jetzt schon den dritten. Da haben wir am Creepen. Es gibt den Demon Hunter. Demon Hunter und Archer. So, jetzt muss ich abhauen. Also, er hat den ersten Creep schon fertig. Das ist halt der Nachteil, wenn man eine Fiend-Build-Order spielt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Held kommt ziemlich spät. Dafür kann ich gleich richtig gut creepen gehen. Na, ich weiß nicht, ob er meinen Death Knight jetzt noch gesehen hat. Ist aber auch relativ wumpe. Ja, Demon Hunter, ekelhaft für den Death Knight. Klaut mir halt die ganze Zeit mein Mana. Ich bin die Dunkelheit. Der Schläfer erwacht. Ich bin die Dunkelheit. So, da haben wir den nächsten Fiend. Ich brauche nochmal einen Akolyten. Mal sehen, eine Fast Axe werde ich wahrscheinlich nicht spielen, aber man weiß ja nie. Ihr habt gerufen. Meine Geduld ist der Chef. Stiefel der Beweglichkeit. Meine Rache gehört euch. Der Schläfer befehlt. Und ab in den Tag. Meine Geduld ist erschöpft. Endlich. Ist ein ganz guter Zeitpunkt. Für den Lichtkönig. Ja, sowas sollte man auch nie vernachlässigen. Also den Tag. Oder dann auch später den zweiten Helden zu bauen. Ganz, ganz wichtige Punkte. Wird sich der Engel TV freuen, dass ich mal wieder Undead spiele. Schade, dass ich jetzt keinen Ork als Gegner habe. Ich würde ihm gerne mal zeigen, wie man gegen Mass-Head Hunter spielt. Aber mal sehen, das wird sich schon irgendwann wieder ergeben. Ihr habt geläutet. Meine Rob. Ja, Meister. Meine Geduld ist erschöpft. Wow. Ich bin die Dunkelheit. Kriegt der Death Knight aber richtig auf die Rübe. Auf in den Kampf. Oh, oh, oh. Wie ihr befehlt. Kommt der Akolyt wieder angeschissen.
Den habe ich wohl aus Versehen im Team gelassen. Muss ich gleich ändern. Aber jetzt erstmal den Creep hier erledigen. Zauberstab des Mana-Stehlens. Setzen wir gleich mal ein. Auf in den Kampf! Meine Rache gehört euch. Bei Ner'zhul. Ein Buch der Gesundheit. Ihr habt gerufen, ihr Schläfer. Durch bekommt der Held dauerhaft ein paar Hitpoints dazu. Wie viel genau, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Endlich. Ich bin die Dunkelheit. Und den verkaufe ich jetzt. Und dann muss ich meinen Death Knight erstmal wieder hochheilen. Gibt ja jetzt eine schöne Möglichkeit, wie man das machen kann. Dank Reforged. Ihr habt gerufen. Das gab es früher nicht. Für den Lichtkönig. Mal sehen, habe ich auch noch nicht so oft genutzt. So, zwei Skelette beschwören. Gehe ran. Und jetzt löse ich das eine auf. Und hier sieht man es, wie schnell mein Death Knight seine Hitpoints regeneriert. Ja, ich habe mich jetzt erstmal in der Nähe meiner Basis aufgehalten, da ich eigentlich stark damit gerechnet habe, dass der Night Elf mich harassen kommt. Zumal er ja den Death Knight, den Demon Hunter gespielt hat. Und der ist dafür eigentlich perfekt geeignet, gerade gegen den Death Knight. Ich bin die Dunkelheit. Ah, da hat er einen Scout Riss. Wie ihr befehlt. Meine Rache gehört euch. Noch ein Buch der Gesundheit. Nochmal Claws of Attack. Das rockt schon. Gebe ich gleich beide dem Licht. Ich bin die Dunkelheit. Und mal auf zum Shop. Web erforschen. Ist auch sehr ärgerlich, wenn man das bisschen Gold sparen will. Und ja, der Gegner zum Beispiel auf Mass-Hippo-Reiter geht und ihr das Web nicht erforscht habt. Da bleibt einem dann eigentlich nur noch die Möglichkeit, so schnell wie möglich zurückzuporten. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Endlich. Forschung abgeschlossen. Meine Rache gehört euch. Lernt der Stärke. Kann ich euch helfen? Ich bin die Und Verwundbarkeitstrank, der ist nie verkehrt. Oh, guckt mal da unten. Meine Geduld ist erschöpft. Euer Befehl. Licht noch mit ins Team nehmen. Und go. Wow. Haben wir schnell aus Versehen den Creep gepult. Mein Leben für ist aber nicht schlimm, den nehmen wir gleich mal mit. Ja, Meister. Jetzt schicke ich den Akolyten rüber. Meine Geduld ist erschöpft. Und versuche meinerseits zu expandieren. Brillant des Wissens. Schicke ich nochmal rüber. Da haben wir ihn. War gerade bei dem Shop. Mal sehen, vielleicht fällt er drauf rein und lässt sich da ein bisschen weglocken. Meine Geduld ist erschöpft. Mein Hauptziel ist es eigentlich nur, dass ich jetzt die Echse durchkriege. So, Nova, Deathcoil. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich zeige mir die Dunkelheit. Und Level 4 und Level 2. Ja, beide Helden kein Mana mehr. Ich bin die Dunkelheit. Wow. Breath of Fire. Meine Geduld ist erschöpft. Also, er hat sich für den Panda als Second Hero entschieden gegen Fiends. Sehr stark. So, nutzen wir die Rolle der Heilung. Sage ich ja immer wieder, liebe Zuschauer, da solltet ihr nicht dran sparen. Rolle der Heilung sollte man eigentlich immer, wenn es irgendwie möglich ist, dabei haben. Gerade wenn man viele Units mit nicht ganz so vielen Hitpoints spielt. Aber die habe ich rausgemicrot gekriegt. Mit dem Licht ein bisschen aufpassen. Für den Death Knight habe ich noch nur einen Verwundbarkeitstrank. Oh, die Fiend kriege ich auch noch raus.
Also vom Micro her funktioniert auch wieder ganz gut. Oh, die Statue. Mal sehen, die Fiend auch wegschicken. Und jetzt muss ich eigentlich stiften gehen. Der Snide ist ja durch die Aura sehr schnell unterwegs. Die Fiend, ja, kann ich auch retten. Also ich weiß nicht, sehr, sehr wenig auf jeden Fall verloren unten bei dem Fight. Und der Gegner, denke ich, um einiges mehr. Die Verdammten stehen bereit. Jetzt gehe ich ab in den Tag. Alles mal so ein bisschen hochheilen hier. Und die Echse läuft. Ja, ein bisschen aufpassen muss ich jetzt. Gegner spielt Bären. Hat man ja eben sehr schon gesehen. Bären und Dryaden. Und ja, im Moment klappt es noch, aber später komme ich da mit Fiends Held nicht mehr weit. Und somit muss ich dann ein bisschen switchen. Vielleicht auf Abos und Destroyer. Destroyer halt gegen die Bären. Und die Abos gegen die Dryaden. Ich bin die Dunkelheit. Hält mich, wie ihr befehlt. Für den Lichtkönig. Mal sehen, jetzt können wir uns, glaube ich, so langsam auch an den roten Creep wenden. 49 Supply habe ich erreicht. Brauche ich hier noch eine Nekropole? Ja, wurde ich auch schon in den Kommentaren gefragt, warum ich eine zweite Nekropole bei der Expansion baue. Ja, die Nekropole, die ist einfach dafür da, dass ich dort im Notfall auch hinporten kann. Wenn es schnell gehen muss und ja, der Weg ist ab und zu sehr weit. Und ja, dafür macht man das eigentlich. Jetzt erstmal hier den roten Creepspot am Brunnen. Hier gibt es immer sehr geile Items. Ja, jetzt überschreite ich auch die 50 Supply. Meine Rache gehört euch. Euer Befehl. Lich auch schon Level 3. Der rockt schon richtig jetzt. Ich habe nicht plus 14 Schaden. Und Robe der Weisen. Plus 20 Schaden jetzt schon. Oi, der braucht dann unbedingt einen Orb of Corruption. Und dann haut er so gnadenlos rein. Jetzt brauche ich noch ein zweites Slaughterhouse. Mein Schicksal ist besiegelt. Und jetzt switche ich halt auf Abrus und Destroyer. Mal in der Mitte gucken. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, die einzige, ja, wie soll ich sagen, neutrale Mine auf dieser Map. Meine Rache gehört euch. Also bei jeder Basis befindet sich halt eine und ja, wer im Late Game die in der Mitte holt, der gewinnt ja eigentlich immer. Diesmal baue ich auch einen Third Hero und zwar den Dark Ranger. Als erstes hier den schwarzen Pfeil und danach skill ich dann Silence. Ja, hier war er vor kurzer Zeit erst. Ey, warum ist mein Slaughterhouse abgebrochen? Wo soll mein Blut vergossen werden? Das finde ich nicht lustig. Euer Wille geschehe. Forschung abgeschlossen. Meine Rache gehört euch. Moment, wieder so ein bisschen Holzprobleme. Aber das kennt, glaube ich, jeder von uns. Auf in den Kampf. Da steht ein einzelner Bär rum. Ich habe nicht mehr so. Ah, der Lich ist zu weit weg. Schade, durch den Slow hätte ich ihn auf jeden Fall gekriegt. So. Ja, wird das nix. Ist egal, jetzt nicht ewig hinterher. Nee, wartet. Auf Angriff möchte ich auch noch nicht übergehen. Erstmal wieder shoppen. 1200 Gold. Ärgerlich, so viel auf der Bank zu haben. Also in Warcraft 3 sollte man das Gold wirklich immer direkt ausgeben und nutzen. Für sinnvolle Dinge. Es sei denn halt, ihr seid vor 50 Supply oder vor 80 Supply. Endlich. Da macht man dann immer einen kleinen Stopp, wenn es irgendwie möglich ist. Abgeschlossen. Um noch so ein bisschen Gold zu sparen. Aber ansonsten
Ihr habt gerufen. Oh, jetzt scoutet er das direkt hier. Macht aber hoffentlich nichts. Creep sollte ich ja relativ schnell fertig haben. Aber es kann jetzt halt durchaus sein, dass er hier rüberkommt. Destroyer Upgrade erforscht. Meine Rache gehört euch. Foliant der Stärke. Ich bin die Dunkelheit. Jetzt nehme ich wieder mit dem Death Knight. Und jetzt nur noch den Rotdrachen runter. Meine Geduld ist erschöpft. Skelette schicke ich schon mal. Nein, schicke ich nicht darunter. So, Stiefel von Kel'Thalas. Oh, krieg ich die noch geheilt? Jo, aber gerade so. Schönes Level up. Der Panda ist zu weit in der Front. Komm, den Bären hole ich mir noch. Jawohl. Doch, besserer Kampf wieder für mich. Schon alleine, weil er den Panda verloren hat. Jetzt brauche ich aber noch ein paar Ghule. Ich bin die Dunkelheit. Ich habe mich Ner'zhul verschworen. Und jetzt gehe ich mit dem Licht hoch und hole mir den Orb of Corruption. Was wir machen. Also die Kugel der Verdammnis heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Euch stets zu Diensten. Euch stets zu Diensten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das Inventar ist voll. Okay. Es ist vorherbestimmt. Meine Geduld ist 70 Supply. Forschung abgeschlossen. Wir verlangen weiteres. Also die Destroyer sind schon eine richtig geile Einheit. So hundertprozentig kann ich mit denen auch noch nicht umgehen. Wie ihr befehlt. Da muss man ja. Ja, das. Mana absorbieren. Ihr habt gerufen. Kann man auch aus den eigenen Statuen machen. Und dann machen die halt erst richtig Damage. Oder halt irgendwelche Sachen dispellen, wie zum Beispiel die Water-Elemente vom Archmage. Oder Slow oder sowas. Oder Bloodlust halt auch. Und dadurch werden die dann extrem stark. Wenn das euer Meine Rache gehört euch. Hört das Meine denn Geduld auf. Ist erschöpft. So, und jetzt ist die Frage, liebe Zuschauer, was machen wir? Auf seine Echse losgehen, auf seine Main losgehen oder versuchen, die letzte Meine Expansion Rache zu holen? Euch. Und dafür entscheide ich mich. Meine Geduld ist erschöpft. Ah, versucht er auch gerade. Gutes Timing. Ihr habt gerufen. Zack, den lasse ich auch nicht wegkommen. Und Level 4 für den Lich. Meine Geduld ist erschöpft. Oh, der ist echt brutal. Die Verdammten stehen bereit. Jetzt noch ein paar Handschuhe, der hasst und... ja, aber die werde ich nicht mehr finden. Alles auf der Map weggecreept. Okay, und go. Gegner will's wissen. Na, Teams sind auch ungefähr gleich stark, würde ich bald behaupten. Leichte Vorteile für mich durch die drei Helden und die Heldenlevel. Boah, direkter Fokus auf den DH hat super funktioniert. Der fällt. Level 3 jetzt auch schon für den Dark Ranger. Das sieht gut aus. Er hat sich zwar den Demon Hunter an der Taverne wieder geholt, aber der läuft wieder zu weit rein und die Runde geht an mich. Und ich hoffe, euch hat das Game gefallen und wenn ja, ordentlich kommentieren. Daumen nach oben, wäre super geil von euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.